Hallo ihr Lieben, euer Girl, Stier hier. Heute geht es tatsächlich um die Spielentwicklung von allen Industrien, insbesondere Nintendo. Weil, ihr wisst ja, ich gebe kein Geld mehr für Spiele aus, weil ich habe wenig Geld und muss Prioritäten setzen. Bei mir sind die Prioritäten halt eher auf Parfüms und Kleidung. Und dann kämen irgendwann Spiele und dann alles andere. Und naja, die Spiele sind im Hintergrund gerückt. Ich dachte mir erst so, hey, du änderst jetzt dein Lebensstil. Du legst den Fokus nicht mehr so auf Spiele. Aber das wird bestimmt nicht so einfach. Denn du bist ja schon Gamerin seit 3 Jahren. Seitdem ich 3 Jahre alt bin, habe ich schon CDI gezockt und hat Videospiele und Computerspiele gespielt. Das Ding ist, ich dachte echt, davon abzukommen wird richtig schwer. Aber die Videospielindustrie, das ist das heutige Thema, macht es mir extrem leicht, keinen Drang mehr zu haben, irgendwelche neuen Spiele zu kaufen. Weil, im Grunde genommen, denkt sich die Videospielindustrie, Remake! 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 Die alten Tage waren viel besser. Die alten Tage waren so viel besser. Oh mein Gott, wir müssen wieder back to the roots. Wir machen einfach ein Remake. Das hat damals sich gut verkauft. Oh mein Gott, dann machen wir ein Remake. Und genau das ist das, was ich aktuell abgrundtief hasse. Vor allem bei Nintendo. Gute Remakes oder Remasters sind zum Beispiel Crash Bandicoot Insane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy. Da hat man im PlayStation 1 Spiel genommen und komplett mit Unreal 4 Engine richtig gut modern gemacht. Das ist ein Sprung von PlayStation 1, super veraltete Grafik, die natürlich immer noch liebevoll ist, auf PlayStation 4. 3 Konsolengenerationen ist man da gesprungen. Das ist richtig cool. Von daher hast du da natürlich auch einen Wiederspielwert, weil das grafisch einfach super anders aussieht. Aber unsere lieben Freunde von Nintendo, die haben das nicht so ganz verstanden. Oh mein Gott! Wir machen einfach Nintendo Wii U Spiele und bringen die auf die Switch raus. Ich meine, die Switch, Nintendo Switch, ist auch jetzt nicht die übelste grafische Bombe. Grafisch gesehen ist die Nintendo Switch garbage. Vielleicht so mit PS5 oder PS4. Garbage. So, und jetzt kommt der Witz. Die porten tatsächlich Wii U-Spiele auf die Switch. Wii U war schon HD, auch nicht grandios. Aber der Sprung von Wii U auf Switch ist einfach nicht gigantisch. Und die Wii U-Besitzer und Besitzerinnen, vor allen Dingen ich, fühle mich richtig angegriffen davon. So, Leute, jetzt halt euch fest. Mario Kart 8 wird zu Mario Kart 8 Deluxe. Wow, mit all DLCs. Wow. Mario Kart 8 auf Wii U zu spielen ist immer noch eigentlich grafisch kaum Unterschied. Aber jetzt hast du ja 2 Items. Wow. Eine Neuerung, die niemand braucht. Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Sah grafisch auf Wii U bombastisch aus. Aber jetzt, auf Nintendo Switch, habt ihr den Funky-Modus. Yay! Gibt's einfach Funky Kong. Wow! Wegen einem einzelnen Kong das Spiel nochmal neu verkaufen. Dann hast du Tomodachi Life. Miitopia. Von 3DS auf Nintendo Switch. Kann ich nur nachvollziehen. Handheld, Heimkonsole. Und was da neu? Ich glaube nur so ein Pferd. Das Pferd ist zwar cute und so, aber das war's. Wow! Und was mich am meisten geärgert hat, war dieses Advance Wars Remake. Die bringen jetzt tatsächlich Advance Wars 1 und 2 für Nintendo Switch aus. Sieht aus wie ein billiges Handygame. Sieht aus wie von einer Third-Party-Company nachgemachtes Advance Wars. Alle Charaktere haben so ekliges, überspitztes Kastengesicht. Haben den Charme verloren. Olaf sieht aus wie ein Meme-Gesicht.
Es sieht nicht mehr so richtig bedrohlich aus früher. Hast du heute Olaf gehabt? Du, 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 du. Ich kenne das viel mehr auswendig und dann kommt irgendwann du, 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 du. Ich kenne es auswendig. Und das Theme klang wie so eine bedrohliche Marschmusik. Und es hat sich gesteigert. Und dann kam irgendwann dieses Glockenspiel. In dem Film. Und wenn du wusstest, die Glocken klingen, da weißt du, Olaf hat so eine riesige Armee. Du hast eigentlich schon verloren. Das war das Coole. So, was will ich damit sagen? Olaf war immer der bedrohliche Herrscher von Blue Moon. Der natürlich ein bisschen verpeilt ist, ein bisschen dumm ist, manchmal nicht alles richtig überlegt hat. Aber es war immer der bedrohliche Herrscher von Blue Moon. So, und jetzt sieht Olaf einfach nur mimisch aus. Er sagt, ja, da hau ich so gegen das Mikro. So pisst bin ich bei dieser Advance Wars Remake. Alle Charaktere haben so hässliche Kastengesichter, die voll nach unten gezogen sind. Schön, bevor ich jetzt so ein Gesicht, was bis hier geht. Aber so sieht Advance Wars Remake aus. Ja! Sorry. Ich bin nur ein liebes Girl, was sie aufregt. Ich liebe Advance Wars. Advance Wars ist eine meiner Lieblingsspielereien. Und was sie damit angestellt haben, ist einfach nur lächerlich schlecht. Der grafische Charme komplett weg. Pixelig sah Advance Wars einfach viel schöner aus. Jetzt sieht es aus wie ein billiges Mobile Game. Mit Kastengesichtern. Oh Gott. Und ich möchte was wie die Soundtracks jetzt klingen. Das wischen auch alle von uns. Also das Advance Wars Remake ist bei weitem das Allerschlimmste. Das Beste von den Remakes, aber es ist halt auch wieder ein Remake. Ah! Ist halt Super Monkey Ball Remake. Da ist so alte Super Monkey Ball Spiele drauf. Mit Zusatz-Content finden, okay. Dann hast du The Legend of Zelda Skyward Sword Remake von Wii auf Switch. Das sind halt immerhin zwei Konsolensprünge. Was ich halt wieder ganz cool finde, bei Skyward Sword hast du halt diese schreckliche Motion-Steuerung, die bei mir tatsächlich nie funktioniert hat. Und auf der Switch hast du tatsächlich die Möglichkeit, es mit Knöpfen zu spielen. Das ist eigentlich schon fast ein Kaufgrund, aber es ist halt nichts Neues. Es ist halt schon wieder ein Remake. Es ist auch schon wieder ein Remake. Remake, 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 Remake. Ich verstehe echt nicht, was in den Köpfen von Nintendo vor sich geht. Ein Remake, nein, nein, nein. Oh, die Spiele verkaufen sich nicht mehr so gut. Oho, wir machen mal Remakes. Mario Collection. Ist vielleicht gut für Leute, die halt noch jung sind und die alten Mario-Spiele nicht gespielt haben, aber richtig schlecht portiert. Mario 64, nicht mal 16:9, sind immer noch diese hässlichen schwarzen Seidenränder. Ist auf dem Emulator viel besser als das Spiel, warum willst du das kaufen? Mario Sunshine und Mario Galaxy. Mario Galaxy 2 fehlt sogar da drauf. Was ist das? Spiele sind unverändert. Einfach nur eine Collection. Ist halt, wie gesagt, gut für jüngere Spieler und Spielerinnen, aber das war's dann auch. Ein gutes Remake ist zum Beispiel auch das Resident Evil 2 Remake. Das war nicht von Nintendo, das war von Capcom. Ich würde sagen, das ist das beste Remake aller Zeiten. Warte, den Gruselaspekt verstärkt. Man hatte wieder extrem viele Konsolensprünge, nämlich 3, und hat das Beste draus gemacht. Das ist vielleicht das beste Resident Evil Spiel, was es gibt. Besser als Resident Evil 7 und Village. Und auch besser als Resident Evil 4, meiner Meinung nach. Und ja, so kann ein Remake aussehen. Resident Evil 3 Remake war zum Kotzen. War tatsächlich nur auf den Tyrant beschränkt und viele wichtige Teile, Rätselteile, Abschnitte von der Stadt von einfach entfernt. Man hat weniger Content in dem Resident Evil 3 Remake als im originalen Resident Evil 3. Da hört der Spaß echt auf. Das war auch wieder so ein Remake, was einfach nur zum Kotzen war. Mann, Mann. Und ich habe ja auch tatsächlich ein Remake gekauft. Ich hol's jetzt nicht. Und zwar das Medieval Remake. Da hast du auch so einen Zusatzcontent, den niemand braucht.
aber grafisch halt 3 Konsolensprünge. Für Grafik alleine war es vielleicht wert, aber kein richtig neuer Content. Spiel schnell durchgespielt und es hat, glaube ich, 40 Euro oder so gekostet oder 30 Euro. Dafür war es das Geld nicht wert. Also, ihr merkt schon, Remake, 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 Remake. Was soll ich was sagen? Wenn tatsächlich ein neues Nintendo-System rauskommt, dann wird natürlich erstmal Super Smash Bros. Ultimate remaked. Und wenn dann wieder ein neues Nintendo-System rauskommt, wird Super Smash Bros. Ultimate nochmal remaked. Dann war Super Smash Bros. Ultimate, 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 Ultimate. The Ultimate of the Ultimates. So wird es dann geteasert. Die ultimative Ultimate. Der ultimativen Ultimates. Es wird, glaube ich, immer geportet, weil Sakurai will kein neues Smash rausbringen. Ich meine, das dachte ich erst mal. Aber ich glaube, Super Smash Bros. Ultimate ist jetzt wirklich der Fall. Und es wird dann geportet, 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 geportet. Guck mal, Smash kann ich das auch ein bisschen verstehen, trotzdem. Das ist doch ein gefundenes Fressen für Nintendo. Mario 3D World plus Bowser's Fury. Remake! Bowser's Fury ist zwar cool. Ist tatsächlich für Nintendo-Verhältnisse auch wieder ein besseres Remake. Ich habe auch wieder nur einen Konsolensprung. Bowser's Fury ist, wie gesagt, cool, aber bist du halt in 4 Stunden durch. Und dafür zahlst du 16 Euro für ein 4 Stunden Spiel. Nee! Nee, nee, nee! New Super Mario Bros. Wii U Deluxe. Ein neues Item. Luigi U ist drin. Das war's. Wieder nur Copy-Paste Remake. Und dann gibt es die ganz schrecklichen Remakes. Und zwar The Legend of Zelda Link's Awakening. Das Remake, habt ihr euch mal angeschaut, wie Link aussieht? Wie der Grafikstil ist? Oh. Alles sieht so chibi-mäßig und hässlich aus, hätte man viel mehr rausmachen können. Sieht einfach nur zum Kotzen aus. Diamond and Pearl Pokémon Remake. Gleicher Vertreter. Chibi ist toll, hässlich as fuck. Grottenschlecht. Werde ich mir nicht kaufen. Und wer weiß, wahrscheinlich ist die mit der Platin-Zusatzkonten enthalten. Scheiß einfach nur Copy-Paste zu Diamant und Perle mit diesem hässlichen neuen Artstyle. Wirklich, da würde ich lieber 10-mal hintereinander das Original auf NDS spielen, als einmal das Remake. Wie kann man ein Remake noch hässlicher werden lassen? Ich verstehe es nicht. Mann. Und die Reise geht immer weiter. Die Reise geht weiter, weiter, weiter. Aktuell ist es so, in der heutigen Industrie, oh, da kommt die Collection, Doom Collection, heute alles von Doom im Angebot. Doom 64, Doom 1, Doom 2, Doom 2016. Das ist doch bescheuert. Die Videospielindustrie, das ist jetzt das Fazit des Videos, konzentriert sich nur auf frühere Erfolge. Sonic Mania zum Beispiel hat es richtig gemacht. Ein neues Spiel, was so ist wie früher, wo Sonic noch erfolgreich war. So macht man es richtig. Großes Lob an das Sonic-Team. Apropos Sonic. Von Sonic Colors kommt übrigens auch ein Remake. Mir geht's gut. Auf jeden Fall, Sonic Mania hat's richtig gemacht. Neues Spiel auf alte Prinzipien aufbauend. Warum machen andere Firmen das nicht? So wie das Sonic-Team. Sonic-Team hat viel falsch gemacht. Es gibt Sonic Boom. Sonic 2006, da streiten sich die Meinungen. Viele sagen halt, das ist auch grottenschlecht. Ich liebe Sonic 2006. Auch wenn es diese Bugs hat, aber ja, natürlich ist es auch ein bisschen was schief gelaufen. Das Sonic-Team ist folglich natürlich nicht perfekt, aber Sonic Mania, da haben die wirklich sich Gedanken gemacht, wie können wir den alten Sonic wieder aufleben lassen, und die haben es perfekt umgesetzt. Warum sind viele Videospielfirmen heutzutage nur so drauf? Wir kopieren einfach frühere Sachen. Aha. Entweder kopieren die es wirklich, bringen das einfach nochmal raus, genauso wie früher, machen billige Remakes, die dann teilweise noch schlechter aussehen als das Original. Advance Wars, Link's Awakening und Pokémon Diamant und Perle. Oder, ja, machen schlechte Remakes wie Capcom mit Resident Evil 3.
Oder halt kundenlose Remakes wie Mario Kart 8 Deluxe. Ich verstehe da einfach nicht den Sinn. Ich verstehe nicht, wo die Richtung hingeht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und ich finde es auch sinnlos, ein Remake zu machen von Wii U auf Nintendo Switch. Genauso sinnlos finde ich es, von PlayStation 3 auf PlayStation 4 ein Remake zu machen. Wenn man jetzt aber wieder von PlayStation 2 auf PlayStation 5 macht oder von PlayStation 2 auf PlayStation 4, finde ich das ganz cool. Also, Fazit. Ein Remake kann man rausbringen, wenn es mindestens zwei Konsolensprünge sind. Und wenn etwas Zusatzcontent geboten ist oder das einfach grafisch so anders aussieht oder neue Ideen verwendet werden und einfach ein anderes Spielgefühl existiert, dann finde ich, sind Remakes prächtig. Wie zum Beispiel bei Spyro und Crash Bandicoot. Und ja, ohne Scheiß, ich bereue es nicht, keine Spiele mehr zu kaufen, weil Remakes City kann ich mir nur sparen. Die neuen Spiele, die rauskommen, die reizen mich generell nicht so. Ich weiß nicht, Nostalgie, die alten Spiele haben viel mehr Spaß gemacht, waren schwere Herausforderungen. Und keine Ahnung, es wird alles so hoch auflösen, die Grafik ist mir einfach mittlerweile viel zu krass. Das ist so, als würde ich, weiß nicht, einen Film gucken oder so. Das ist natürlich cool. Ich honoriere den grafischen Fortschritt, was heutzutage alles möglich ist. Aber ich finde, da geht so ein bisschen dieser Retro-Videospiel-Aspekt flöten, wo alles so verpixelt war und wo man halt gewusst hat, hey, das sind Spiele und kein Film. So alte Spiele, habe ich den dueligen Sound, das verpixelt und das hat für mich tatsächlich einen gewissen Charme. Das ist heutzutage nicht mehr vorhanden. Heutzutage sind hier Spiele auf Grafik, Remakes und irgendwie auch oft sehr lieblos. Deswegen, ich bin leicht davon abgekommen, keine Spiele mehr zu kaufen. Eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren, würde mich interessieren. Und ja. Dann, falls euch dieses Deep Talk Video gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne pausieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!